Willkommen zurück zu Pokémon New Snap! Wir haben erfahren, dass es ein besonderes Lumina-Pokémon hier irgendwo aufgetaucht ist. Das wollen wir doch mal uns anschauen. Im gleichen Mod. Oh, es gibt eine extra Lumina-Zone? Wir haben leider ganz, ganz knapp, wie man da unten sehen kann, das Level-Up nicht erreicht in der letzten Folge. Hier dafür schon. Ich weiß nicht, ob ich die hier noch privat weitermache. Da bin ich mir nicht sicher, ob man da nicht alles sonst am Ende nicht alles sehen kann. Egal, wir machen auf jeden Fall die Lumina-Zone. Ich will das Mysterium herausfinden. Was wird uns hier erwarten? Ist hier vielleicht das Megane hier aus dem Cover des Spiels? Wir werden es jetzt erfahren. Das Signal kam von da drüben. Könntest du dich ein bisschen umsehen? Alright. Ein riesiges Megane! Darf ich dich mal streicheln? Dieses Megane ist ein Lumina-Pokémon. Schieß unbedingt ein Foto von ihm. Ach stimmt. Ja, richtig. Hey, 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 hey. Guck mich um. Was, hier ist was? Links. Ja? Hey, 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 guck mich an, guck mich an! Es wird mich nicht angucken. Es will mich nicht angucken. Guck mich an! Komm schon, guck mich an! Es rennt einfach weiter. Hey! Ignoriere mich nicht! Wollen wir das nicht? Okay, anscheinend nicht. Hey, 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 hey! Yes! Hier können wir es von vorne fotografieren. Ah. Schön! Aber warum ist es so riesig? Warum nur? Guckt es euch an, es ist doch voll nett. Und es riecht schön an der Blume. Eine schöne Blume. Oh, es rennt weg! Es rennt weg! Wohin rennt es? Ey, bleib stehen! Jetzt versteckt sie sich hinter dem Baum. Ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Ich glaube, hier ist das Ende. Trampel, trampel, trampel. Wo rennst du hin? Yes, guck mich an! Hi! Was? Nee. Ich dachte, da war was. Es rennt weg. Und weg ist es. Ja. Der Energieanstieg ist auch verschwunden. Lass uns darüber reden, wenn du wieder hier bist. Aber es gibt keinen Grund mehr für mich hier zu bleiben. Also würde ich sagen, gehen wir einfach wieder. Ja, hier gibt es auch keine anderen Pokémon. Hier ist Pokémon-freie Zone. Nur das... Lumina. Megane war hier. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte, aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Ja, was ist das beste Megane-Foto gewesen, was ich geschossen habe? Die vier haben nicht gezählt? Okay, 2 Sterne. Alles nur 2 Sterne? Ich habe kein Megane-Bild mit 3 Sternen. Oh Gott, das tut mir gerade ein bisschen weh. Ah. Schade. Doch, habe ich? Aber warum kann ich die nicht auswählen, wenn die doch 3 Sterne angeblich sind? Wow, wie gemein. Das auch nicht, das ist doch voll das niedliche Bild. Das hier vor allem, voll niedlich. Aber nein, darf ich nicht. Nö. Das hier nehmen wir einfach. Als ob die das Pokémon da nicht erkannt haben. Wo ist Megane auf diesem Bild? Keine Ahnung, Bruder.
Keine Ahnung. Ja, komm, bewerte es. Das ist ein Megani! Dir ist es zum ersten Mal in Aufnahme von ihm gelungen. Ja, no shit. Wunderschön. Aha. Ja, schön. Und? Level 2! In der Lumina-Zone. Wie viele Level kann man pro Zone haben? Oder pro Ort halt, Tag und Nacht. Du hast einen neuen Forschungslevel erreicht. Halte deine Augen nach den kleinsten Veränderungen offen. Ich kann jedes Level nochmal neu machen. Vielleicht mache ich das sogar, sobald wir neue Orte freigeschaltet haben. Weil es ist, glaube ich, langweilig, in jeder Folge irgendwie die gleichen Level zu machen. Ja, boah, ich weiß halt nicht, wie viel Atlas die sind. Ja gut, dann kann ich es ja nur dann reinschneiden, wenn wir ein neues Level erreichen, damit wir die Änderungen sehen. Ja, glaube ich, mache ich das so. Spitzenfoto. Dankeschön. Großartige Pose. Das sanftmütige Mysterium. Aus dem neuen Filter, Cartoon. Oha, das sieht voll cool aus, dieser Filter. Erinnert mich irgendwie ein bisschen so an Minecraft, dieses Model mit diesem Filter drauf. Ich weiß auch nicht wieso. Übrigens, dank der Daten zum Lumina-Pokémon gibt es etwas Neues zu berichten. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Cool. Ja, dann wollen wir das Foto mal. Das ist alles schön. Ja, das hier. Schön speichern. Genau. So, zum Basiscamp. Aber soll es doch längst nicht gewesen sein für die Folge. So eine Folge geht ja normalerweise bei mir dann ungefähr 30 Minuten. Ja. Machen wir weiter und hoffen, dass wir einen neuen Bereich kennenlernen dürfen. Aber erstmal werden wir wahrscheinlich ein bisschen mehr über das Lumina-Pokémon erfahren. Ah, du bist zurück. Und, was sagst du? War es nicht wunderschön und wahnsinnig groß und hat es etwas gesagt? Tief durchatmen, Rita. Eine Frage nach der anderen. Du hast gut reden. Du machst doch selbst total aus dem Häuschen. Dieses Megani war ohne Zweifel ein Lumina-Pokémon, genau wie in der Legende. Wie war das nochmal mit der Legende? Die Lumina-Pokémon haben vor langer Zeit Lentil vor einer riesigen Katastrophe bewahrt oder so ähnlich. Ganz genau. Die Lumina-Pokémon sollen eine Musterung gehabt und ein besonderes Licht ausgestrahlt haben. Also genau wie dieses Pokémon. Du sagst es. Ich bin davon überzeugt, dass die Ereignisse aus der Legende tatsächlich stattgefunden haben. Der Schlüssel zu meiner Forschung liegt darin, herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist. Ach ja, Professor, gab es nicht doch etwas, das du ansprechen wolltest? Es ist schon spät, das kann bis morgen warten. Nein, Mann, wir wollen das jetzt sehen! Ah, okay, jetzt nächster Tag. Gut, perfekt. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wie Rita bereits erwähnt hatte, war ich gerade dabei, meine Forschung auszuweiten. Wo haben wir nicht geschlafen? Haben wir im Haus geschlafen? Haben wir im Neo One geschlafen? Haben wir auf dem Bistbug geschlafen? Was? Wo haben wir geschlafen? Alles war schon vorbereitet, um mit der Erkundung der ganzen Lentil-Region anzufangen. Aber dann kamst du und hast ein Lumina-Pokémon entdeckt. Denkst du, da gibt es einen Zusammenhang? Ich bin einfach ein Lumina-Mensch, Leute. Jetzt ist es raus. Es tut mir leid. Das ist schwer zu sagen. Ich habe jedoch das Gefühl, dass uns interessante Dinge widerfahren werden, wenn du mit von der Partie bist. Meinst du? Wir werden sehen. Man spricht euch natürlich echt wahnsinnig unklar aus. Aber ich denke, das ist eine gute Idee. Je mehr wir sind, desto lustiger wird es. So sieht's aus. Möchtest du offiziell unserem Forschungsteam beitreten? Nö. Doch, natürlich. Ausgezeichnet. Dann machen wir es mit diesem Mitgliedsabzeichen offiziell. Wow. Es steht dir wirklich gut. Und jetzt lass uns gleich zu unserem nächsten Abenteuer aufbrechen. Ich bremse deinen Enthusiasmus nur ungern, aber ich muss erst noch ein paar Dinge erledigen. Geduldet euch noch ein klein wenig. Es wird das Warten wert sein, versprochen.
Alles genauere werde ich erklären, wenn ihr zu eurer nächsten Erkundung aufbrecht. Alright. Und wir erhalten das Mitgliedsabzeichen. Und das Mitgliedsabzeichen, genau. Ja, dann machen wir weiter. Das Gebiet, maybe? Wäre schon cool. Jetzt, wo du ein offizielles Mitglied unseres Teams bist, möchte ich dir noch etwas geben. Yes! Rita, übernimmst du wieder die Erklärung? Ja. Natürlich! Gib mir, laber nicht! Ich will Äpfel auf Pokémon schmeißen! Du musst nicht labern, ich weiß, wie man Äpfel schmeißt! Hm? Geht das nur mir so, oder muss ich in letzter Zeit ziemlich viele Sachen erklären? Ja, deine Tutorials sind halt ziemlich lange, ne? Aber egal, ich bin richtig deine Assistentin. Dann leg ich mal los. Das ist ein Samtapfel. Eine Obstsorte, die hier in Lentil wächst. Ja, nur hier in Lentil gibt es Äpfel, sonst nirgendwo in Pokémon. Er schmeckt süß und lecker, darum sind Pokémon ganz verrückt danach. Auf den ersten Blick sieht er wie ein normaler Apfel aus. Aber in Wirklichkeit ist er ganz leicht und weich. Die Pokémon werden sich riesig freuen, wenn du ihnen einen davon zuwirfst. Probier's doch gleich mal aus. Okay. Ja. Das musst du nicht jedes Mal einblenden. Vor allem nicht so lange. Du kannst einen Samtapfel werfen, wenn du nur B drückst. Versuch's mal. Bloing. Pika. Siehst du? Es ist gekommen, um ihn zu essen. Hier liegt einen kleinen Snack. Bewege deinen Cursor für einen gezielten Wurf. Das funktioniert genauso wie bei der Kamera. Zieh einfach mit dem linken Stick und drücke dann B, um einen Samtapfel zu werfen. Versuch's nochmal. Bloing. 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 Hey! Wie viele habe ich davon? Und unendlich? Wenn du weiterwerfen willst, musst du etwas höher ziehen. Okay. Manche Pokémon zeigen kein Interesse an Samtäpfel. Die sind wohl einfach etwas scheu. Norm, willst du noch mehr? Okay, genug geübt. Behalte meine Tipps im Hinterkopf, okay? Das sind meine Äpfel, ich brauche sie noch. Sorry. Ziemlich einfach, oder? Damit wäre alles gesagt. Allerdings hat der Professor gemeint, dass er immer noch mit dieser einen Sache beschäftigt ist. Oh, ich habe eine Idee. Geh doch in der Zwischenzeit auf eine Erkundung und probiere die Samtäpfel aus. Sie werden dir bestimmt dabei helfen, ein paar schöne Fotos zu schießen. Der Professor hat gesagt, man kann sie auf verschiedene Weise verwenden. Jum, du bist schon mit der Erklärung fertig? Danke, Rita. Es gibt noch etwas, was ich euch sagen wollte. Unsere Forschung würde davon profitieren, wenn wir auf Erkundungen miteinander kommunizieren könnten, um Informationen auszutauschen. Sagt euch Lentil Connect etwas? Ich glaube, ich habe schon mal davon gehört. Das ist ein Kommunikationsmittel, das hier in Lentil benutzt wird. Wenn Rita zum Beispiel bei einer Erkundung etwas Interessantes entdeckt, kann sie uns über Lentil Connect ein Foto mit Informationen dazu schicken. Und ich kann euch so Sachen mitteilen, die mir auf dem Bildschirm auffallen. Oh, das ist ja voll praktisch. Die Lentil Connect Nachrichten erscheinen oben rechts auf dem Bildschirm. Sie werden dir sicher nützlich sein. Okidoki. Kann ich jetzt anfangen? Dankeschön. Neuer Auftrag. Was? Auftrag? Im Labor? Noch ein Foto von ihr. Ich füge es deiner Abschnittssammlung in deinem... Ah, okay, danke. Okay, dann gehen wir auf Erkundung. Wir müssen immer noch das gleiche Gebiet machen. So, aber jetzt können wir Äpfel schmeißen. Bestimmt wird das viel lustiger. Lass uns das doch mal gleich ausprobieren. Wenn wir noch Zeit haben, dann auch im Dunkeln und in der Lentilzone, Luminazone meine ich. Genau. Okay, also mit B kann ich schmeißen, mit X kann ich... Oh, hi. Hey. Hey. Boink. Hey. Apfel, Apfel, Apfel. Hey. Na. No. Ey, du. Ey, du. Ey, du. Ey, du. Ich habe anscheinend unendlich Äpfel, wie mir scheint. Ja, ziemlich gelangweilt. Was macht der? Was macht der? Hey, 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 Bro! Bist ziemlich nah! Okay. Hey!
Hey! Hey! Oh mein Gott! Wie cute es da an der Wand hängt. Im Baum meine ich. Okay, es ist den. Warte, jetzt wo es ein Apfel ist. Es freut sich. Schön. Ah. Da oben ist eben Molga, habe ich mal wieder verpasst. Ja. So mit die Scan-Funktion. Oh, hier ist was. Da liegen größte Früchte. Und die sind weg von einem Pokémon? Was? Ist denn Glumanda oder so? War hier nicht sogar was? Ja, hier ist was. Nein, warte, hier war auch noch was. Ja, Emolga war jetzt da, aber hier war letztes Mal noch was. Hier, erstmal. Freust dich, ne? Nom. Hier war letztes Mal was. Hier, auf diesem Hügel. Jetzt ist aber nichts mehr. Okay, seltsam. Alles klar. Hey, hey. Oh mein Gott, hi. Hey. Wollt ihr den... Na, ich war... Ich verschwende die Äpfel, glaube ich, nur. Ja, du isst den schön. Bidiza! Hier ist ein Apfel für dich. Apfel! Nimm ihn ruhig, trau mir! Ah, war ich mal ein Carpador? Ja, da hinten. Hey, Apfel! Ihr redet mich alle. Du redet mich alle. Warte, hier ist ein Bidiza. So langsam. Bidiza, hey! Apfel! Ah, zu spät. Aber ich kann das Carpador nochmal neu fotografieren zumindest. Was hieß was? Hier oben! Eine Frucht. Hey! Es hat genau in dem Moment zu dir geguckt. Schön. Wow! Das ist echt cool. Gibt's hier noch irgendwas? Hier war doch mal ein Pinsir. Hier ist irgendwas. Nein, ich hab's verpasst, oder? Oh no. Hab ich irgendwas verpasst? Hier, Apfel. Irgendwer wird doch bestimmt noch den Apfel haben, oder? Ich habe glaube ich schon so viel verpasst, die ich mit den Äpfeln holen könnte, die Sachen. Das ist natürlich jetzt blöd. Aber passiert. Kann ich ansonsten irgendwer mit dem Apfel noch erreichen? Irgendwer will den Apfel doch bestimmt noch haben, oder? Komm schon. Sie zum Beispiel. Hieß hier irgendwas noch? Nö. Hier ist glaube ich gar nichts mehr. Hier, schmeiß dich ab. Hier, Freunde. Ihr wollt doch sicher den Apfel haben. Die ignorieren mich. Die sehen, dass da ein Apfel ist, aber ignorieren mich. Die ignorieren mich extra. Ja. Kacke. Oh, wie süß. Er hat sogar Blumen auf seinem Kopf. Wie süß. Hey, guck mal rüber. Hey, Bro. Ah, Mist, das war's schon. Schade. Das System ist einsatzbereit. Teleportierung. Interpretation wird eingeleitet. Biaum. Du scheinst dich schon gut auf der Strecke auszukennen. Dann wähle gleich mal die Fotos aus. Alles klar. Ja, ich glaube, in der Nacht ist es sowieso viel interessanter. Mhm. Das hier ist cool. Okay, was haben wir noch? Ja, die sind cool. Sorry für die vielen Cuts gerade im Moment. Was? Das hier soll ein 3-Sterne-Bild sein? Nur weil das Vivi da im Hintergrund ist? Okay, die Bewertung ist echt seltsam, finde ich. Das hier finde ich cool. Nehmen wir das. Ja, das Vivillon-Bild ist auch voll cool. Hätte ich jetzt schon mehr erwartet. Wie auch immer. Mappel! Junge Fräsen. Hallo. Mappel. Hat geschmeckt, ne? Swarones. Ja, wow. Und Piccolette. Okay. Mittlerweile werden unsere Bilder alle 2-sternig. Statt nur 1-sternig. Komm schon, das war doch voll das coole Bild. Och, Mann. Das soll 3 Sterne sein? Das hier.
Nehmen wir das. Ja. Und hier ist es eigentlich komplett egal. So, ich gehe nochmal ganz kurz rüber, weil ich erst jetzt sehe, dass man hier schon sehen kann, welche Bilder man ersetzen würde. Ja, das will ich auf jeden Fall ersetzen. Hier wird nächster ersetzt. Hier wird das ersetzt. Ja, warum nicht? Ja. Passt. Geben wir ab. So. Und dann machen wir gleich noch alles in der Nacht. Und vielleicht sogar... Oh, wir haben Dodi schon so oft. Nein, 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 das wollte ich nicht nehmen. Ich würde das andere nehmen. Ich habe zu schnell gedrückt. Das ist das Problem, wenn ich skippen will. Ich kann doch einfach A gedrückt halten. Oh, und dann, ja, okay, dann halt einfach A gedrückt und dann muss ich hier selber separat nochmal auswählen. Alles klar, okay. Weiß ich Bescheid. Ja, das ist so egal, das ist sowieso besser, dann nehmen wir das. Oh. Und level up, please, please, level up. Das wird kein Level up. Dafür muss ich es noch ein drittes Mal abschließen. Wow. Ja, darauf habe ich jetzt aber gerade keine Lust. Schrecke neu starten. Ah, nee. Nee, nee, nee. Das beste Bild hier. Es gab nicht so krasse Bilder hier, um ehrlich zu sein. War ziemlich... So ein ziemliches Standard-Durchlaufgedöns. Ja, machen wir nochmal auf der Nacht. In der Nacht. Weil ich glaube, in der Nacht wird es viel interessanter. Wir haben jetzt am Tag so oft gesehen. Dreimal oder so. Drei, vier Mal. Was ist das denn hier? Das sieht man nicht oft. Old school. What? Okay. Hast du schon mal gesehen, welches Pokémon diese größten Früchte hinterlässt? Ich würde zu gerne wissen, wer dahinter steckt. Ich weiß es auch nicht. Hoplo muss das doch gewesen sein, oder? Das werden wir in der Nacht herausfinden. Let's go. Warum wird das immer noch angezeigt? Das ist ja voll blöd. Ja. Dann kriegen wir nämlich sogar hier ein Level up. Was ich leider nicht erreicht habe. Das heißt, dieser Kurs ist jetzt leider ziemlich gleich. Aber so schlimm sollte das nicht sein. Hier wird ein Emolga angezeigt mit dem Shelterer. Vielleicht ist hier vielleicht sogar doch schon ein Emolga zu finden. Hallöchen, möchtest du nicht einen Apfel essen? Ich weiß, Hopple, du möchtest doch und... Hey, renn du nicht weg! Du willst doch einen Apfel essen, oder nicht? Hey! Hopplo! Neu starten. Dieses Hopplo soll diesen Apfel essen. Ich weiß, es will den Apfel. Komm, ess den Apfel. Ess ihn! Komm, Bidiza, du willst doch zumindest den Apfel essen, oder? Komm, Bidiza, du willst doch den Apfel essen, oder? Och man, die wollen beide nicht. Komm, Bisofunk. Dich wecken wir mal auf. Was ist denn dahinter? Achso, das ist nur sein Horn. Da ist Hoplo da drüben. Kann es nicht mal auftauchen und den Apfel essen? Hier, ess den Apfel. Ess den Apfel. Da ist ein Apfel, du willst ihn. Ich weiß, du willst den Apfel. Ess ihn! Ess ihn! Ess den Apfel! Der mobbt mich. Ist hier irgendwas? Nö. Gar nichts. Ja, da bist du halt. Hi, Tangulos. Blom, blom, blom. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Kramox! Guck mich an. Will den Apfel essen? Ne, guck mich nur an. Die gerösteten Äpfel. Hieß was, hieß was, hieß was. Ach, war hier das mit dem Loch? Ja, hier war das mit dem Loch. Pinsir! Das geht nicht raus. Ah doch, wenn ich mehrmals mache. Es erweckt einfach von da unten. Ey, ey, komm raus da. Ey, raus da, raus da. Ah, schade, vielleicht kommt er gleich noch raus. Na, wie auch immer. Wecken euch mal auf, vielleicht seid ihr dann wütend auf mich und greift mich komplett wütend an. Nee, ich glaube nicht.
Na, nee, daraus wird nichts. Hey! Babos! Hey! Ach, schade. Hopplo! Komm schon, nimm den Apfel. Nimm ihn dir! Nimm ihn dir! Ach Mann. Ich krieg's einfach nicht hin, jetzt irgendwas Neues rauszumachen. Mit den Äpfeln. Das ist voll schade. Hallöchen, Kramwaksch. Möchtet ihr jetzt den Apfel haben? Möchtest du jetzt den Apfel haben? Die wollen beide den Apfel nicht haben. Ey, du! Mensch. Das ist ja echt gar nicht. Ey! Ey! Boing! Er wäre fast hingefallen. Das wäre lustig gewesen, wäre er jetzt hingefallen. Hallo Pinsir! Was soll das denn? Denkt er sich. Das greift er mich brutal an. Ehrlich jetzt? Oh ne, oh, der isst den! Er isst den Apfel! Er hat ihn gegessen. Nom. Nom. Badribi. Komm, flieg runter. Da ist er. Hopplo. Ja, schon klar. Er isst den Apfel. Er isst den Apfel. Hier ist noch ein weiterer. Hier. Okay, hat mich bemerkt, schade. Hier ist was. Na komm, nimm's mit. Achso, warte, ich soll das dann fotografieren, ne? Ja, jetzt habe ich es fotografiert. Zumindest was Neues erreicht. Hey! Hey! Hopplo! Hey, Bro! Ignoriere mich nicht! Hey! Ah, die Strecke ist Ende. Oh, cooles Bild, cooles Bild! Okay! Das war nicht so useless, wie ich vermutet habe. Vor allem, weil wir jetzt auch noch Level 2 erreichen. So schlecht war die Runde hier jetzt nicht. Oh, du bist zurück. Ich habe aber den Eindruck, dass du gleich wieder los willst. Hm, vielleicht. Mal schauen. Die sind alle nicht so gut. Hopplo habe ich jetzt auch nicht so tolles. Das hier war aber 2 Sterne wert. Immerhin. Ja, wegen dem Blick wahrscheinlich. Bagger. Ja, gut. Hä? Wie, das ist jetzt wieder weggemacht? Okay. 3 Sterne hier. Bäh. Mhm. Nehmen wir das. Das ist doch schöner als das andere Bild, oder? Na, okay. Nee, doch nicht. Ah, ich weiß nicht. Da haben die einen coolen Blick, deshalb nehme ich vielleicht lieber das hier, oder Moment. Ja, doch. Doch, nehmen wir einfach das hier. Batribi. Wow. Yummy, tasty. Es kommt aus dem Grab. Was, das ist das Raupi-Bild? Das, wow. Weil da einfach Raupi im Hintergrund ist. Uff. Okay, aber ich habe keine 3-Sterne-Bilder. Nee. Guck, wie glücklich es da ist. Das war auch ein cooles Bild, aber ganz ehrlich, das finde ich lustig, weil es so glücklich ist. Ja, okay, das ist 3. Das war 3 Sterne? Und das andere auch. Lol. Oh, Taubers ist halt Taubers. 4 Sterne? Ein Ticket! Nehme ich mit, nehme ich mit. Pichu, süß. Chimpap. Hut, Hut. 3 Sterne, wow. Die Kristallblume. Und ja, das war's. Das war's tatsächlich. Sehen wir uns die neuen Fotos an. Mhm. Das hier ist besser. Das hier, warum nicht? Nehmen wir das hier. Nehmen wir das hier.
Nice work. Nice work. Denn das hier. Ich will aus Meme das hier nehmen, aber das ist halt besseres Bild. Das Ding. Zack, pinsel noch mal. Ja, das hier ist halt schöner. Oh Boss, auf einen Stern noch gemacht. Schön, auf 4 Sterne unser bestes Bild bisher. Das ist jetzt was für ein Bild? Pichu-Bild nehmen das. Ja, nimm das. Und die Kristallblume! Das ist eine der Kristallblumen, die auf Florio wachsen. Dieses Leuchten bezeichnen wir als Lumina-Phänomen. Okay. Interessant. Hä? Ah, okay, Level 2. Schön. So wenig nur. Deine Erkundung dieser Strecke schreitet voran. Bestimmt gewöhnen sich die Pokémon langsam an dich. Und wir erhalten eine weiße Kristallblume als Profilbild. Das war's. Oh, okay. Was war denn hier so das beste Bild? Mehr oder weniger. Ich glaube eher, das war das hier. Das Pinsir, was aus dem Boden kriecht und uns alle auffressen wird. Geil. Alles klar. Ach, das soll es dann gewesen sein für heute. Außer die wollen uns jetzt auch irgendwas von der Story sagen. Aber das soll es dann fürs Erste gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall nochmal dem Lentilphänomen zur Lentilzone zurückkehren. So rum. Oh. Es ist hinter die 8. Ach nee, da drüben. Na los, du schaffst das. Oh, da bist du endlich. Hallo, Todd. Hey, Professor. Hallo, Professor. Lange nicht gesehen. Der ist aus dem ersten Teil. Also aus dem N64-Teil, das ist der. LOL. Was macht der denn hier? Wie cool. Das ist Todd. Er ist ein professioneller Pokémon-Fotograf, der die ganze Welt bereist. Hallo. Du hast also das Lumina-Pokémon fotografiert? Beeindruckend. Todd, hast du die Sache mitgebracht, um die ich dich gebeten habe? Aber klar doch. Sehr gut, jetzt können wir endlich aufbrechen. Professor, ist er ein Freund von dir? Ja, wir sind früher zusammen auf Reisen gegangen. Ich habe ihn auch bei der Planung meines Forschungsprojekts zur Rate gezogen. Verstehe. Oh, ist das Gefährt, das du entwickelt hast? Nicht schlecht, da kommen Erinnerungen hoch. Aber jetzt zeig mir bitte erstmal die Fotos vom Lumina-Pokémon. Hier. Die sind toll. Du hast ein gutes Auge fürs Fotografieren. Hey! Was ist denn? Wer hat gesagt, dass du meinem Mentor deine Fotos zeigen darfst? Der Anime-Charakter. Protagonist. Hallo, ich bin Phil, der beste Schüler von Todd. Ich wollte mich euch eigentlich anschließen, um selbst ein paar Fotos zu knipsen, aber mir kam da eine bessere Idee. Wäre es in Ordnung, wenn euch stattdessen Phil begleitet? Also, ich habe nichts dagegen. Juhu! Denk dran, dass du nur meine Vertretung bist. Dieses Abzeichen ist bloß geliehen. Na gut, aber wenn ich ein paar tolle Fotos schieße, darf ich es behalten. Also, worum geht's eigentlich genau? Jetzt, wo alle hier sind, können wir loslegen. Lasst uns die ersten Schritte unseres Forschungsprojekts besprechen. Neues Gebiet. Viel größer. Doppelt so groß. Das ist Florio, die Insel, auf der wir uns gerade befinden. Unser Basiscamp ist hier auf der Karte markiert. Um bei unserer Forschung voranzukommen, müssen wir auch die anderen Inseln erkunden. Und dieser Ort hier wird unser erstes Ziel sein. Warum fangen wir genau da an? Weil es dort eine Stelle mit einem hohen Energievorkommen gibt, zu der das Neo One teleportiert werden kann. Diese Insel kommt auch in den Lentil-Chroniken vor, oder? Ja, Captain Vince hat sogar geschrieben, dass er dort ein leuchtendes Pokémon gesehen hat. Worauf warten wir denn noch? Komm schon, lass uns diese Insel erkunden.
Also gut. Ihr seid die Ersten, die diesen Teil der Region seit einem Jahrhundert betreten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Abenteuer. Ja, wir sind ja nur Kinder, wir können das ja überleben, ne? Und damit willkommen zu einer weiteren Folge. Rita, Taubers wirkt recht unnahbar. Vielleicht kannst du dich mit ihm anfreunden, indem du ihm einen Samenapfel gibst. Ja, das habe ich ja versucht. Hat ja nicht so ganz gut geklappt. Lass mal sehen, haben wir irgendwas Neues für zum Beispiel Profilbild oder so freigeschaltet? Lass mal sehen. Weil wir haben ja hier ein paar neue Bilder. Ja. Aber nichts wirklich allzu groß Besonderes. Denn das hier auch noch, das habe ich aber schon offscreen gesehen. Ja. Okay, dann gucken wir uns mal weiter um.